Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Folge von Transportfieber 2. Stimmt natürlich nicht, wir sind in GTA. Aber wir haben 9 Minuten Zeit, den Auftrag zu erledigen. So müssen wir uns beeilen. So, schnell zum Heli. Jede Sekunde ist kostbar. So, Maschinengewehr eingeschaltet. Nein, ich meine Munition, also auf die Lenkraketen eingeschaltet. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir schnell dahin kommen, wo wir hin müssen. Weil wir haben nicht allzu viel Zeit. So. Jetzt ist es aber auch nicht, hoffe ich mal, so weit weg. Mal gucken auf der Karte. Oh, ist aber ganz schön weit weg. Oh, toll. Bin ich gerade abgestürzt. Ach ja. Mal gucken, wo Tim Drache ist. Jetzt kann ich natürlich keinen Hubschrauber holen. Und vom Sonderfahrzeug holen. So. Falsche Richtung, ich muss in die Rennen hier. Oh je, der ist aber schlecht geparkt hier. So. Jetzt schnell dahin, wir haben noch 7,5 Minuten Zeit. Auch die Raketen aktiviert. Das ist zum Ausschalten der Wachen. Gerade nicht aufgepasst und schon irgendwo vorgeflogen. So ist das halt. Ja, immer wenn es schnell gehen soll. Ah, jetzt bin ich wieder zu weit weg von dem Ding da. Der Hubschrauber ist auch schon wieder Schrott.
Ah, sind aber ziemlich weit auseinander. Der ist am nächsten da. Ist das der Hubschrauber, den wir... Scheinbar. Ja, zwei hätten wir schon mal, aber 1:45 für den anderen, das könnte, wenn der fliegt, knapp werden. Aber vielleicht haben wir Glück, dass er irgendwo steht. Schauen wir mal. Naja. Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber das müssten wir eigentlich... vielleicht packen. So. Kommt drauf an, wo der ist. Und vielleicht steht er auf der Militärbase. Wahrscheinlich nicht. Wo war der? Nee, der steht nicht auf der Militärbase. Wahrscheinlich fliegt er. Also auch bestimmt noch eine ganze Ecke hin bis zu dem. Ich glaube, den schaffen wir nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass wir den schaffen. Doch, da ist er. Yippie, wir haben es geschafft. So,
dann bleibt dem Raub vom Auto jetzt ja nichts mehr im Wege. So, damit der Film dann nicht so lang wird, machen wir hier einen Schnitt. Oder wir können auch da bleiben, dann wird der Film halt ein bisschen länger, das macht ja nur auch nichts. So, fliegen wir jetzt nach Hause. Ups, das war die falsche Taste. So. Und gucken, dass wir dann da zu unserem Schrottplatz kommen. So. Versuchen wir mal das Unmögliche. Ups, mit dem Hintern irgendwo angeschlagen. So, jetzt landen wir hier. So. Dann könnten wir jetzt ja die Vorbereitung für das Ding machen. Jetzt ist nur die Frage. Wartet mal. So, da war irgendwie ein Ruckler mit drin. So, ich würde sagen, wir hören jetzt hier mit dem Film auf. Der ist zwar jetzt nur knappe Viertelstunde, aber für den Raub brauchen wir bestimmt auch noch mal eine ganze Weile. Und deswegen machen wir jetzt hier Schluss und der Raub kommt in einem Extrafilm. So, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Heute ist Sonntag, der 7. Januar. Da seht ihr die zwei Autos, die wir sowieso schon haben. Und das Boot, was wir gleich für den Einsatz brauchen. So. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagnachmittag. Bei uns ist es am Schneien und, wenn ich das so sagen darf, schweinekalt. 6, 7 Grad minus haben wir. Und da ist das schon schöner, wenn man im Warmen sitzt. So, wie gesagt, noch einen schönen Sonntagnachmittag wünsche ich euch. Und der nächste Film, wir klauen das Auto. So, bis dahin, tschüss, euer Donny.